Hallo und herzlich willkommen zu einem Weihnachtsspecial von OMSI 2 mit Matthias. Hallo, ich hoffe, du bist voll drauf, aber es spricht einiges dafür. Das ist doch schön. Ja, ich fahre tatsächlich eine angepasste Route auf der Linie 27. Zu einer Zeit, wo schon einige Buslinien eingestellt sind, weil eben weniger Busverkehr. Deswegen fahren wir einen etwas längeren Linienweg und fangen zum Beispiel hier in Oelsdorf an und nicht in Sisselsforst erst. Ja, Dich, ich fahre eine Matthias. R56 von Laupendal Hauptbahnhof Eingang Süd bis Oberkirchbach im Schnee. Ja, Schnee habe ich auch Im und das hat Tobi ja man auch. gerade in der ersten Kurve schon gesehen. Ich habe die Hauswand nicht berührt. Wiesdorfer Platz, das ist falsch. Also hier die automatischen Ansagen jetzt am Anfang, die dürft ihr einfach nicht beachten. Die stimmen nämlich noch nicht. Die stimmen erst ab Sisselsforst. Gucken wir mal, ob wir dem Bus noch ein R beibringen können. Ja, wunderbar. Was? Ich habe Können. ein WE davor für Weihnachtsexpress. Da kenne ich ja nichts für. Ich fahre jetzt die WE27. Es sind minus 6 Grad draußen bei dem Hallo. Wetter, was ich hier Ach, du eingestellt sagst, habe. was heizen soll. So nehme ich auf, ja, wunderbar. Erstmal gucken. So. Danke. Fahrkarten müssen wir natürlich verkaufen. Ja, Einmal das wieder Kurzstrecke. ist egal, ob wir jetzt hier Verspätung reinkriegen oder nicht. Das ist halt bei Schnee nicht immer so einfach. Eine Fahrkarte, die den So, ganzen das Tag müsste kostet. eigentlich reichen. Schauen wir mal, wie sich das so ergibt. Ich habe jetzt noch 0,8 Minuten Zeit. Dankeschön. Ich bin Oberkill, schon also ich fahre übrigens verspätet. Solobus, nur dass das klar ist, weil ich wollte mir zwar jetzt viel antun, nur für den Gelenkbus hatte ich jetzt da keine Lust auf der Linie. Weil die ist auch Bis so schon schön genug. Oberkirchbach ist das auch doof. Bis Hechem würde ich sagen, ja. Ja, bis Hechem ohne weiteres. Bis Oberkirchbach geht das auch. Das haben wir schon probiert und auch geschafft. Aber nicht im Schnee. Da ich generell nicht im Schnee fahren kann. Ich will gleich sehen Ich bin ja werden. letztens auch schon im Schnee gefahren. Ich weiß, war eine schöne Folge. So, hier ist jetzt grün, dann fahren wir mal los. Ja, ich Da kann war ja jetzt grün, da fahren wir jetzt trotzdem noch los. so zwischendurch immer mal wieder ein bisschen was. Oh. Ich habe jetzt übrigens die 43, die letzte 43, die gefahren ist, direkt hinter mir, die mich jetzt hier quasi durch die Wendeschleife in Oelsdorf Bahnhof schiebt. Schön. Nee. Doch. Also ich kann mal versuchen, automatische Haltestellenweiterschaltung anzumachen. Ich kann nur nicht garantieren, dass sie das tut, was sie soll. Du bist jetzt bei dir, du fährst jetzt das erste Mal über Ich fahre jetzt das die. erste Mal durch deinen modifizierten Hauptbahnhof, deswegen habe ich keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe auch nicht geguckt. Und Aber ich du habe hast Hilfspfeile Hilfspfeile an, an. ja. Ja. Weil ich nämlich weiß, dass da was kommt und was passiert. Ah, meine CPU ist zu 11,1% belastet, das ist doch in Ordnung. Kann ich nicht nachgucken. Mangels zweiten Bildschirm, den ich hoffentlich irgendwann im Laufe der nächsten Woche dann, also nach Weihnachten, mir Oh, kaufen werde, wenn die da vielleicht kommt eine günstiger sind. 27 im Sisselsforst Busbahnhof. So. Ich mach mal kurz eine Durchsage. Hallo, Oelsdorf Herrn, können Sie mich mal Bahnhof anständig fahren? Gleis 101 ist hier. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich kann gerne, also ich werde das also nebenbei dann mal ein bisschen was zu dem Fahrplankonzept über die Feiertage sagen, was halt in Laupendal ein bisschen angepasst ist, oder im ganzen Städtedreieck. Denn es sind halt logischerweise über die Feiertage auch nicht die Kapazitäten an Fahrrad verfügbar, die man während des normalen Berufsverkehrs hat. Alle Linien halb rechts, dann links. Hey, das steht da nicht. Da steht noch R52, R53 dazwischen. Ja, können wir alle Linien so und dann speziell für die Ja. R52, R53 zählt das Erkennt noch. man aber auch am nächsten Hilfsfall, also von daher passt das. Ja, gut. Everything is good. Oder fine, oder wie auch immer. Das ist eine durchgezogene Linie, da willst du jetzt nicht drüber fahren. KI vor mir. Falsch blinkendes Auge blinkt, wa?
Na, kann ich nichts für. Nee, das war, hab ich auch dir nicht angelastet. So, es ist nicht hier richtig, oder nicht richtig. Ich will sofort aussteigen, ist ja unmöglich. Ich hab kurz vergessen, dass ich ja im Schnee fahre. Ja, solange du nicht wieder den Tetraeder-Move machst, ist alles gut. Nein. Mangels Berg. Ihre Info, liebe Fahrgäste, sie steigen an der Echbrücke aus. Ich sollte vielleicht ein bisschen entspannter fahren und nicht Vollgas anfahren, um dann eine Vollbremsung zu machen, um rechts abbiegen zu können. Ja, entspannt fahren habe ich mir vorgenommen, weil das ist ja eine Weihnachtsfolge. Ja. Da habe ich nicht vor zu hechen. Schlechte Wortwitze. Wegen Hechem? Ja. Es schneit unter der Brücke. Jawohl. Ein Wunder, ein Weihnachtswunder. Was habe ich mir angetan? Ist jetzt eigentlich hier irgendein Blinker kaputt? Weiß ich auch nicht. Gerade? Nee. Irgendwas hat dort da gescheppert an dem Bus. Oh, Blinker sind noch ganz. Ja, ich wollte ja ein bisschen was zum Feiertagsfahrplan sagen. Das Interessante ist schon, glaube ich, der Heiligabend, deswegen werde ich den auch zeigen. Der unterteilt sich in drei Phasen. Zu Beginn halt bis ca. 15 Uhr gilt ganz normal der Sonntagsfahrplan, weil es halt auch ein Sonntag ist gleichzeitig dieses Jahr. Ja. Dann ab 15 Uhr gilt im Prinzip der Fahrplan, nach dem wir jetzt auch fahren. Da fahren nicht mehr ganz so viele Linien und auch nicht mehr so frequentiert wie am Sonntag. Falls sich irgendjemand fragt, nein, das ist nicht meine Schneefahrkunst, das ist die beknackte Omsi-KI, die meinte, unbedingt die Spur wechseln zu wollen, aber red weiter. Wie hängt der Bus hier gerade fest? Das soll schon mal vorkommen. Ah ja, ich sehe schon. Was haben wir jetzt? Da sind wir durch. Okay, alles geschafft. Die Ecke an der Echbrücke ist halt auch blöd für einen Gelenkbus. Ja, ist richtig. Also ich werde die Ansagen richtig stellen, sobald wir in Sisselsforst sind. Ja. Ab 15 Uhr bis ca. 20 Uhr gilt dann halt das angepasste Verhalten. Es fahren noch, ich glaube, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Buslinien. Teilweise mit verändertem Linienweg, wie zum Beispiel die 27. Schon in Oesdorf beginnt und die 43 quasi mit aufnimmt. Und dann ab 20 Uhr gibt es Nachtexpressverkehr. Also es fahren dann die Nachtexpresse. Bis um 5 Uhr morgens durch. Danke. Da muss man beachten, dass der Fahrplan, also der normale Linienbetrieb erst gegen 10 Uhr losgeht, also dass da eine kleine Betriebspause vorhanden ist. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern jetzt in den nächsten Tagen vielleicht dann auch noch weitere Sonderlinienwege, möchte ich sie mal nennen, kommen werden. Da freue ich mich übrigens gleich schon richtig auf Polklo. Nur so am Rande, bei dem Wetter. Oh ja. Also die Linien, die fahren, das kann ich ja mal kurz sagen, sind die 25, die 27, die 34, die 41, die R49, die R52, aha, die R56, irgendwas kaputt. Finde ich gut. Die 63 und die 66. Wobei davon mehr als Halbstundentakt 40, eher weniger. Die R-Linien sogar nur noch in einem 70-Minuten-Takt, weil es nicht besser passte. Sonst hätte ich zu viel Busse nehmen müssen. Für. Nächstens fahre ich wieder Auto. Ja. Oh, was ist denn jetzt hier? Ich rutsche ein bisschen. Das Problem damit. Ja. Hallo. Guten Tag. Auszeiger. Ha!
Alter, von der... Ich möchte Schneeketten. Ganz dringend. Eigentlich hätten wir ja Innsbruck fahren müssen, Tobi, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Naja, das kommt irgendwann im Winter-Special. Der Winter ist ja noch anders ein bisschen länger als nur Weihnachten. Da war der Kollege. Nach Reichbrück ist eine Dingenshaltestelle. Aber Hauptsache, die Haltestellenbucht ist geräumt. Das ist wichtig. Welche Haltestelle? Reichbrück Bahnhof. Das ist wahrscheinlich DB-Gelände. Die mussten. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann am 25. halt Sonntagsfahrplan, aber erst ab 10 Uhr. Am 26. ganz normaler Sonntagsfahrplan. Wobei halt an den beiden Tagen Einschränkung gilt, dass die Linie 63 und 64 jeweils nur einen Stundentakt hat, statt einen Halbstundentakt. Ich weiß gar nicht, ob sie einen Halbstundentakt hat am Sonntag. Ich glaube aber eigentlich. Und auch die Linien 24, 41, 43 nur einen Stundentakt fahren. Beziehungsweise zwischendurch, glaube ich, für ein paar Stunden habe ich geplant einen Halbstundentakt. Achso. Dann was ist das jetzt? Was denn? Oh. Ist hier wieder ein Zug entgleist? Nein. Anscheinend hatte der Bus gerade kurz, ich habe das Gaspedal angetippt und der hat kurz mal die Räder durchdrehen lassen und Vollgas draus gemacht. Es hörte sich sehr lustig an. Glaube ich. Ja. Dann zwischen dem 27. und dem 30. gilt halt der ganz normale Wochentagsfahrplan mit folgender Einschränkung. Die 31 fährt nicht bis zur Hofbergstraße, sondern endet immer am Kreuzing Bahnhof. Das liegt aber an einer Baustelle in dieser kleinen Straße, die durchfährt. Guckt euch das mal an hier. Das ist doch nicht richtig. Seht ihr das hier? Irgendwie ist der Bus nicht so ganz in Ordnung. Na egal. Solange das jetzt nicht jedes Mal auftritt, ist das egal. Die Fahrten der R56 und der 66 über Fachhochschule entfallen halt. Zwischen den Jahren, weil die wahrscheinlich eh nicht gebraucht werden im Zeitraum. Da müsste ich mal nachgucken, ob es in Dortmund auch so ist, dass die 62 über Weihnachten und Neujahr nur bis Maden Süd fährt. Und ob die 45 fährt, ne? Hallo. Hallo. Ja, die Frage ist halt nur, in welchem Stück immer. Aber ich glaube, irgendwas fährt da oben immer. Die 47. Naja, die sowieso. Und bei der 62 ist es ja auch so, dass die halt abends ab irgendwie 8 Uhr fährt die das letzte Mal an der Uni vorbei und danach pendelt die halt zwischen Huckade und Marten Süd, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen wäre es mal ganz interessant. Falls das irgendjemand weiß, schreibt das mal in die Kommentare. Ich kann das jetzt nicht nachgucken. Also könnte wahrscheinlich schon immer. Stolpstraße. Ich muss mich hier konzentrieren. Ist alle Blinker aus? Ja, ja, für den 31.12. ist dann geplant, auch wieder der Sonntagsfahrplan. Der endet dann halt gegen 21.30 Uhr bzw. 22 Uhr. Und dann beginnt der Nachtexpress-Fahrplan halt ein bisschen später als gewohnt, nicht um 0 Uhr, sondern erst gegen 1.30 Uhr. Und wenn dann halt die Hauptsilvesterfeiern beendet sind und die Straßen wieder so sind, dass man die befahren kann und nicht Sorge haben muss, dass irgendwelche nennen wir sie Knallköpfe oder wie auch immer. Ich glaube, Knallköpfe ist ein schöner sprechender Name von mir. Auf die Idee kommen und den Bus mit Böllern bewerfen. Ach guck mal, da kommt tatsächlich noch ein Kurs der 43 nach Östdorf Bahnhof. Das sind ja so die letzten Kurse. Das kommt hin, ja.
Genau, ab 1.30 Uhr und damit Oesdorf dann trotzdem angebunden wird, geht halt um 2.08 Uhr eine Fahrt ab Oesdorf. Die ist halt außerplanmäßig. Ja, an Neujahr dann das gleiche wie auch am ersten Weihnachtstag, dass ab ca. 10 Uhr dann der Sonntagsfahrplan beginnt. Und zwischen 6 und 10 dann halt eine kleine Pause ist. So, wir fahren jetzt hier ein bisschen anderen Linienweg als die 43, wer aufgepasst hat. Denn wir halten nicht an der Fridolingasse, sondern kürzen hier quasi ab. Und bis zum einschließlich 5. Januar gibt es dann auch weiterhin keine Fahrten über Fachhochschule. Außer halt die 69, die da vorbeikommt. Dankeschön. Einmal normal bitte. Linienbetrieb. Danke. Ich finde, das ist einfach ein bisschen Quatsch. Wenn eh an der Fachhochschule nichts los ist, da noch Fahrten vorbeizuschicken. Danke. Das stimmt. Ja. Das ist soweit der Feiertagsfahrplan. Auf zu rutschen, Bus. Gestern macht das ja auch immer ganz ähnlich da mit der Nachtexpresslinie. Ich weiß gar nicht, ob macht die DSW das auch, dass die an Heiligabend schon um 20 Uhr oder 19.20 Uhr beginnen? Ich glaube nicht. Ich müsste aber nur nachgucken, wie das an den Feiertagen ist. Progestra macht das immer so, dass der reguläre Linienbetrieb um 19 Uhr endet und ab da fährt dann der Nachtexpress. Was ja auch gar nicht mal so schlecht ist. Eine Konzeption her. Der fährt dann auch tatsächlich bis 5 Uhr durch. Jetzt kommt der Park der Menschenrechte, ich bin gespannt. Ja. Nachtexpress fährt bis 5 Uhr durch und danach geht's halt erst um 10 Uhr weiter. Warum wollte der Bus da nicht? Also die Idee habe ich mir nicht alle selbst ausgedacht. Ich habe das schon so ein bisschen abgeguckt, das Konzept. Hallo. 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 Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja, ich glaube auch. Wo bist du jetzt? Park der Menschenrechte, hast du gesagt? Park der Menschenrechte, ja, ja. Habe ich mich erfolgreich durchgeschummelt. Tatsächlich. Naja, im Moment nur Probleme mit dem Anfahren. Ich bin jetzt kurz vorm Busbahnhof Sisselsfaust. Ab da wird es dann halt erstmal der reguläre Linienweg. Was ja auch nicht so schlimm ist. Alter, Vater, ey. Wo quälst du dich denn jetzt durch? Ich bin gerade abgebogen an der Park der Menschenrechte, allerdings habe ich überschätzt, dass ich nicht so schnell anfahren kann wie normal und wäre fast in meinem reingerutscht. Okay. Es war alles noch gut gelaufen, aber sah bestimmt abenteuerlich aus. Jetzt Rechtsstraße wird auch lustig, sich da reinzudrehen. Wie sieht's denn bei dir verspätungstechnisch aus? Ah, 2 Minuten, aber da gucke ich heute ehrlich gesagt nicht so deutlich drauf. Ja, nee, das interessiert mich einfach nur, weil ich bin jetzt bei 4 Minuten. Ja, bis Klösitzer Weg ungefähr, war es einigermaßen in Ordnung. Ich zeige euch mal kurz den Fahrplan. Also wir haben jetzt geschafft bis hier. Und bis Göttinger Straße stehen die Haltestellen drauf. Danach kommen natürlich noch Fachmannplatz und noch ein paar Bonushaltestellen. Die Linie 31 zu ersetzen.
die ja nicht fährt. Komm mal, Maestro, fahre er. Oh, ich sehe hier eine NE70 angeschlagen, Tobias. Möchtest du da was zu erzählen? Wo hast du die gesehen? An der Rechtsstraße, plus NE70 nach Hechem. Ja, habe ich dazu, glaube ich, tatsächlich noch nichts erzählt. Die gibt's noch nicht, aber die wird integriert. Mhm. Die NE70, ja, die übernimmt halt den Teil zwischen Hochtann und Hechem im Nachtverkehr, weil da halt nachts im Moment nichts fährt. Mhm. Die fährt dann bis zur Ermersrichter Straße fortsetzen, hättest du da quasi einen Knotenpunkt. Nee, die fährt bis ein neues Rathaus. Ach so, okay. Also die kommt vom neuen Rathaus und fährt dann direkt den Shortcut zur Rechtsstraße, den auch die R56 teilweise nutzt. Mhm. Fährt dann über Polklo Richtung Hechem. Polklo ist ein gutes Stichwort. Und auf dem Rückweg fährt die aber am Schwimmbad vorbei und an der Fachhochschule vorbei. Mhm. Und kommt darum dann zum Rathaus zurück. Kannst du mal fahren, wo es ist? Jetzt grün und nicht in 10 Minuten. Ja, es ist schon gelb. Ach, ist auch egal. Und in 10 Minuten ist man vielleicht auch wieder gelb. Oder grün. Und die Endstelle ist in Hechem wahrscheinlich, das steht noch nicht ganz fest, am Siebertplatz. Hm. Da kommen wir ja gleich nicht vorbei, weil wir fahren über Bahnübergang. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Nicht, weil ich das irgendwie bewusst gewählt hätte, sondern weil es einfach der Kurs sich so ergeben hat. Ja, es gibt halt wenig Kurse, die über Siebertplatz fahren. Weil die R56 jetzt auch generell nicht die kursreichste Linie ist. Aber... Ja. Montags bis Freitags gibt es morgens früh, glaube ich, 2 Kurse, die über Siebertplatz fahren. Hat die eigentlich einen Takt, die 56? Nee. Noch nicht. Also ich will immer, dass ich dann einen 60-Minuten-Takt reinpacke oder teilweise einen Halbstundentakt. Das ergibt sich noch. Das weiß ich noch nicht. Und sonst die Fahrten, die über Siebertplatz gehen, sind die Fahrten mittags rum, die über Fachhochschule gehen. Mhm. Ah, nein, warum stehen da Autos? Wo? Vor Kloster Polklo, vor der Kurve. Bist du da jetzt reingerast oder was? Nee, noch nicht. Ich versuche jetzt mich ganz vorsichtig hier dran vorbeizuschleichen, aber das ist halt immer das Problem, weil da diese Kacklaterne steht oder was das ist. Ah ja, da habe ich nichts dran geändert. Könntest du dir vielleicht mal aufschreiben? Dennis, sich. Ja. Ich habe mir auch was überlegt. Es wäre viel lieber in meiner Haut, wenn ich nicht neben einem Fußgänger herfahren würde. Ich habe ja sogar was für die überlegt, die nachts nach Oberkirchbach wollen. Da werde ich dann so eine Art Taxibuslinie einrichten. So wie in Dortmund so ein Ast oder? Ja, also so wie die Richtung. So wie die Taxibuslinie in Gladbeck. Ja, das weiß ich noch nicht. Wobei die Taxibuslinie in Gladbeck ja das gleiche ist wie Ast in Dortmund. Bochum ist das auch. Die ist also halt nur, die um Leute, sie die technisch... Kennen, Ast steht für Anruf-Sammeltaxi und erfüllt genau den Zweck. Genau. Du kannst es halt in Omsee nicht umsetzen, dass die Linie nur nach Bedarf fährt, ne? Ja, weil der Bedarf, den bestimmst ja du. Und, setzt da halt irgendwie einen 60-Minuten-Tag drauf und stellst dich nicht dran, dass es fährt. Also bei Schnee kann man viel besser am Sisselsforst-Busbahn noch auf der Kreuzung wenden, habe ich gerade gemerkt. Da kannst du durchdriften. Ja, und ich stand gerade falsch rum komplett. So, jetzt sind wir Sisselsforst, jetzt können wir uns auch richtig annehmen. Boah, die Anti-Schlupf-Regelung hart am Arbeiten hier, ne? Ja. Hola, buenos dias. Ja, ich weiß, dass ich schlecht. Ah, da brauchst du. Fahren Sie mal vernünftig hier.
Schön. Der fährt aber schlecht. Sie fahren aber schlecht. Fahren Sie mal vernünftig. Erst lästert die und dann entscheidet sie es doch, mir zu sagen. So, wir hätten Hallo. Eigentlich vor 7 Minuten hier sein Hallo. Sollen. Das ist doch schön. Nein, ich bin der 29 hier sein sollte. Das ist nicht der 18er Bus. Um 30, Manfred, da hast du dich vertan. Eine Fahrkarte bitte. Ja, ja. Ich gebe sie jetzt mal mit T aus. Fahr den Bus doch selber. Dann reden wir mal weiter. Deppen. Nein, ich fahre noch nicht 30, so wie das Tataro mir sagt. Ja, jetzt stimmt Oesdorfer Platz. Jetzt stimmen auch erstmal die Ansagen für die nächste Stunde oder so. Kraftstoffvorrat zu gering. Das interessiert mich ehrlich gesagt herzlich wenig. Was sagt die Uhr? Künkel! Nein, das sagt die Uhr wahrscheinlich nicht immer. Wäre lustig. Ach, ich freue mich schon auf die Schleife am Zentralpark. Ja, ne? Ich freue mich jetzt gleich auf Logfing und Schloss Logfing. Es ist tatsächlich. Ich glaube, Schloss Logfing fahre ich durch. Kann aufgrund von Verkehrsbedingungen nicht angefangen. Ja. Das ist eins der letzten Male, dass überhaupt die 27 dann über Zentralpark fahren wird. Gibst du die Haltestelle etwa auf? Für die 27? Ja. Ja. Sonst fährt er doch nur die 25 lang und die steht doch bei dir in der Version schon woanders. Ja, aber die fährt ja auch am Zentralpark, fährt die ja lang. Nur andersrum. Ja, aber halt nicht mehr durch die Schleife. Also gibst du die Schleife auf. Nee, das weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt eine andere Linie da lang, die dann Pech hat. Kannst halt den Schnellbus durchlegen oder so. Die 27, die wird ja so eine Expresslinie in Teilen von Laupendal. Weil sie halt viel parallel zu einer geplanten Straßenbahn fährt. Richtung Gabelung unterwegs ist. So. Das ergibt dann natürlich auch wieder Sinn. Ich komme mir meinen 60 Kilometern pro Stunde so unangepasst vor, aber das ist auf einer Landstraße bei Schnee, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Ich fahre hier gerade. Was nicht erlaubt ist. Ich fahre gerade zum Oesdorfer Platz hoch. Ich stehe voll im Gas. Das Tacho zeigt 45 an. Ich habe jetzt mal die rote Schrift eingeblendet, die zeigt gerade 6 km/h an. Tendenz fallend. Jetzt ist es noch 5 km/h und ich bin kurz vorm Ende des Berges. Ich hoffe mal, ich komme überhaupt an. 4,4. Ah, jetzt wird es wieder schneller. Okay, wir sind oben. Ja, also... Wenn du je bei Schnee zum Oesdorfer Platz hoch musst, dann nimm Schwung. Ich werde es mir merken. Die Kassenkamera-Taste gedrückt halten muss, weil der natürlich nicht in der Abfolge die Kasse zeigt, sondern den Spiegel oben. Den Innenrückspiegel. Sehr gut. Den ich natürlich sicher mehr brauche als eine Kassenkamera. Natürlich. Ich bleib mal bei Geschwindigkeit in der Kurve. Das ist meistens gar nicht so falsch. Aber gestern habe ich auch wieder Schrittgeschwindigkeit hier bei mir in der Straße gebraucht. Da standen 2 Leute so toll, dass man wirklich 2 Zentimeter nach rechts, 4 Zentimeter nach links hatte. Das war super. Konntest du nicht 3 und 3 draus machen? Ja, bestimmt. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, klar. Auf
eine Verkehrssituation, wenn da ein Rettungswagen durch muss, dann hat er verloren. Dann ist Spiegel ab. Also nicht vom Rettungswagen. Warum ist er eigentlich schon weitergeschaltet? Hallo? Was soll das? Ich bin jetzt übrigens bei 8 Minuten. An der Kolpingstraße. Wie sieht's bei dir aus? Hallo. 4 Minuten Künkel. Ich finde, sobald man bei Omsi das Wetter Schnee einstellt, sollten die aufhören, bei 5 Minuten zu meckern. Ja. Da sollten eher so Kommentare kommen, schön, dass sie fahren. Also ich habe hier keine andere Wahl, als langsam zu beschleunigen. Selbst wenn ich voll ins Gas reinstelle, dann greift die Anti-Schlupf-Regelung und verhindert, dass ich Vollgas anfahre. Stark bremsen geht auch nicht, weil da greift das ABS dann und sagt, nee, wir bremsen nicht Vollgas. Das geht jetzt hier nicht. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Aber du fährst dann auch bei so einem Wetter nicht. Oh, wir haben 18 Grad im Bus. Bitte? Wir haben 18 Grad im Bus und draußen sind minus 6 Grad. Das könnte fast dazu führen, dass die Fahrgäste sagen, boah, ist das warm hier drin, weil die Differenz zu hoch ist. Also in echt finde ich das sehr angenehm. Ja, wenn, wenn die Differenz so hoch ist, dann beschweren die sich halt. Was würdest du davor sagen? Du fährst dann bei Schnee auch nicht? Riskant über eine gelbe Ampel, wenn ich gerade noch stehe. Zum Anfang. Mhm. Also ich fahre da nicht bei Gelb noch von der Haltestelle ab, damit ich schneller weg bin. Wer weiß nie, wie man wegkommt und ob man da nicht quer auf der Kreuzung steht. Das mache ich aber auch generell häufig nicht. Je nachdem, was für eine Situation es ist. In echt schon mal gar nicht, das ist klar. Da fahre ich auch selten von der Haltestelle ab, aber das Prinzip bleibt ja das gleiche. Ja. Also ich mache das schon mal, wenn ich weiß, dass die Ampel jetzt lange rot ist und es erstmal nicht so viel passiert, wenn ich da bei Gelb rüberfahre, dass ich dann an der Haltestelle bei Gelb abfahre. Ja gut, das kannst du aber nur machen, wenn du Ortskenntnis hast. Also auf Städtedreieck. Da zum Beispiel, ja. Du bist jetzt die 24 auch schon gefahren, ne? Ja, bin ich. Zumindest einmal hin zum Tag der Menschenrechte. Ich musste am Mittelweg, da war eigentlich eine Ampelkreuzung, die Ampel wegreißen. Das hast du wahrscheinlich gesehen, dass da keine Ampel war, aber noch so ein paar Ampelmasten rumstanden. Das ist mir in der Tat auch gefallen. Die Ecke, wo es nach rechts über Aldi-Markt ginge und für die Einrückerfahrt. Die Ampel wurde nämlich von der KI einfach ignoriert. Deswegen, und da ich keine Lust hatte, mir die jetzt großartig anzugucken, habe ich erstmal die Ampel da weggerissen und den Vorfahrtsregeln vernünftig verpasst, sodass alles gut ist. Hallo, Schild. Lenkung, reagiere. Ich bin gerade ins Schild gefahren, das weiß ich. Ich konnte noch sagen, hallo, Schild. Okay, jetzt ist ein Blinker kaputt, ist mir aber egal. Aber ich sag mal so, ich bin gerade sehr froh, dass ich den Bus vorhin in der Modellkonfiguration einfach ein bisschen mehr PS verpasst habe. Welchen Berg schaffst du denn sonst nicht? Nee, ich merke es nur generell, weil es einfach im Moment flutscht wie Sau an Bergen. Also auch bei verhältnismäßig langen Erhöhungen, was ja eigentlich das größere Problem ist auf Dauer. Ah. Komm, fahr. Vielleicht bist du deswegen auch noch nicht so verspätet, wie ich es bin. Weil du einfach generell mit ein bisschen mehr PS vernünftiger anfährst. Ich hab 260 halt unter der Haube heute. Ich hatte den üblichen 320. 360. Ja, meine ich ja. 260 wäre interessant. Da würde man nicht so viel Unterschied merken. Ich weiß gar nicht, wie viel der hat, aber das ist auch egal. Wir haben jetzt 10 Minuten. Auch 5,5 Minuten, also das ist Tendenz steigend. Ja, ich habe 10 Minuten hinter der Beringgasse. Na gut, ich fahre jetzt auch schon eine halbe Stunde, ne? Ja, danach war ja die Abfahrt. Ist jetzt nicht so, dass ich hier
wesentlich weniger fahre. Vielleicht 3 Minuten oder so. Oh, jetzt kommt ein Berg. Da hätte ich ja richtig Lust drauf. Welcher? Ja, direkt nach Groß-Logfing, wo der Abzweig ist zum zum Betriebshof Regioforster. Oh, da geht's aber die Brücke hoch. Und das ist ja so ein schleppender Anstieg. Aber der geht mit dem Bus echt gut. Jetzt also kommt Schloss Logfing. Oh. Ich ahne Schreckliches. Ich plane ja für einen Fahrplanwechsel die R56 in 2 Linien aufzuteilen. Bis Hechem und bis Oberkirchberg? Ja, und zwar die bis Hechem standardmäßig über Hochtand führen. Lassen. Das ist eine gute Idee. Und die dann halt als R57 fahren lassen. Ja. Die fährt dann Sisselsforst über Hochtann bis Hechem und überspringt auch Schloss Logfing. Oh, gut. Und die R56 fährt dann halt bis Oberkirchbach und leider noch weiterhin über Schloss Logfing, weil irgendwas muss da halt langfahren. Nö. Okay. Individualverkehr. Also das wird mir ja schon reichen, wenn die scheiß Haltestelle einfach nach außen verlegt ist, dass man einfach über den Parkplatz läuft. Ja, ich guck mal, was ich da tun kann. Ja, aber das ist auch keine Kritik an dir, sondern da hat der Map-Ersteller vielleicht auch irgendwann mal nicht so reingeguckt, weil das ist einfach scheiße zu fahren. Weil du siehst nix, die OMSI-KI macht nix. Oder schlimmer ist, sie macht genau das, was sie tut. Ja, ich insbesondere keine besonders schöne. Es wird auch eine Ampelschaltung, wird auch schon helfen oder sowas. Hier habe ich schon mal Meterspurgleise hingelegt. Stolpstraße. Und auch hier die Situation, weiß ich gar nicht, inwiefern ich die schon gezeigt hatte. Mit der verlegten Haltestelle in Fahrtrichtung Sisselsforst. Und hier einfach. Nein. Ja, und die R56, aber wahrscheinlich. Auch so nach dem Konzept, dass weiterhin einige Fahrten in Hechem enden. Ja, das ist ja auch nicht verwerflich. Zumal man mit der aktuellen Situation nur einen Stundentakt bis Oberkirchbach anbieten kann, weil sonst hast du irgendwann zwangsweise eine Begegnung auf dem Feldweg. Auf dem Feldweg ist eine Begegnung super. Ja. Kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Oh, mal ein anderer Punkt. Kriegt man irgendwie raus, dass die scheiß Seitenscheibe getönt ist? Ja. Ich weiß aber nicht wie. Ja, ich guck auch mal durch. Guten Tag. Schmutzfänger. Ja. Nicht ganz. Also im schlimmsten Fall, wenn es nicht darüber geht, dann musst du halt dir einfach die Texturdateien ändern, ne? Ja, klar, aber das mache ich jetzt nicht während der Fahrt. Geht scheinbar nicht darüber. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Wollte ich nur mal so generell gewusst haben. Warum fährt der Bus nicht? Mach mal hin die Tür noch auf. Was soll das? Ah, ist gut. Das machst du jetzt gerade nicht. Das machst du nicht, Umso. Das tust du mir nicht an. Was passiert? Da kommt einer, vom Parkplatz mir entgegen. Als ich von der Haltestelle abfahren will. Alter, erstens, warum ist der Bus so dreckig? Und zweitens, was ist das für eine Scheiße? Der Bus wird immer dreckig, wenn du bei Schnee fährst. Na, jetzt fährt mir hinten einer drauf. Okay. Ich kann's da auch nicht ändern, ja. Wollen jetzt welche raus? Nee, noch nicht. Der Smart hat auch offiziell noch keinen Unfall. Der hat auch keine Kollision scheinbar. Doch, jetzt schon. Jetzt ist mir vorne einer reingefahren und hinten steht einer drin. Danke, Kollision muss aus. Da komme ich nicht anders raus. Tut mir leid. Was passiert? Ist mir scheißegal, dass die Vergütung dann um 50% sinkt, BBS. Du fährst sowieso im Ich fahre im freien Spiel. So, einmal kurz die Reparaturfunktion drüber laufen lassen. Sich aus dieser Situation befreien und dann erstmal die Kollision wieder anmachen. Weil eigentlich könnte ich sie auslassen, bis wir wieder raus sind. Aus Schloss Logfing. Kann ich die überhaupt wieder anmachen? Nee. Dafür müsstest du den BBS den BBS killen. Ach ja, dann kann ich es leider nicht ändern. Das war nicht meine Schuld. Ich verstehe auch nicht, warum man im freien Spiel noch so viele Einschränkungen durch den BBS erfahren muss und nicht einfach nur die Vorzüge dessen nutzen kann. Das verstehe ich in der Tat auch nicht.
Na, dann können wir jetzt ein bisschen Freestyle für was. Nein. Ah, ich habe den nächsten was? Berg, auf dem ich nicht Schwung holen konnte. Das war ja wirklich mal wieder einer der Kuriositäten um sie. Okay, hier geht's jetzt. Vor Magdalenenplatz, dem Berg, da kannst du auch keinen vernünftigen Schwung holen. Du musst irgendwie hochkommen. Da bin ich schon wieder sehr froh. Jetzt weiß ich auch, warum die Frontscheibe getönt ist, weil der Bus dreckig ist. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, das ist halt bei Schnee. Ich ziehe meine Kritik zurück. In Omsee fällt tatsächlich nur dreckiger Schnee. Aber das war echt. Ich mach mal kurz Pause. Ich guck noch einmal auf diese Situation, wie das jetzt. Okay, es ist weiß. Aber es ist echt schön gewesen, muss ich sagen. Gut, dass ich das auf Video habe. Das glaubt mir sonst kein Schwein. Ja, ich werde es mir angucken. Ja, ungefähr bei 35 Minuten. Nee, ich werde mir das Video einfach angucken. Ja, oder so. Wenn du es dir also jetzt anguckst, hast du dann nochmal die Zeitreferenz und kannst dann nochmal gucken. Ja, weil ich es gerade eben gesehen habe und nicht zurückspüren kann. Nein, nein. Richtig, richtig, richtig. Der fährt ja toll. Nur weil der Bus ein bisschen Probleme hat beim Anfahren. Brauchst du nicht sagen, dass ich toll fahre? Nicht aufsetzen. Guter Bus. Wir haben übrigens noch keinen Gegenkurs gesehen, weil wir aktuell in dieser Übergangsphase sind, wo dann sowieso in der Zeit sind, wo nicht mehr viele Busse fahren. Und natürlich nochmal gesagt haben. Ja. It strangely makes sense. Jetzt wird's lustig. Ich habe jetzt hier vor mir an der Steigung. Mit wie viele Minuten Verspätung mittlerweile? 11. Ich bin bei 7. Ich hole auf. Nein, du bleibst mal kurz da drin. Ich habe mich nicht in unerlaubter Weise vom Unfallort entfernt. Das war ja wohl nicht meine Schuld. Ich mach das mal kurz so. Keine Ahnung, was so bedeutet, aber es wird schon richtig sein. Ich habe nur versucht, an der Steigung zu bremsen. Das hat nicht so ganz geklappt. Und dann bin ich ein bisschen auf die Kreuzung gerutscht und musste jetzt ein Stück rückwärts setzen. Oh, da kommt der Gegenkurs. Hallo. Könnt ihr wenigstens mal Autofahrer, könnt ihr wenigstens mal... Ich korrigiere mich, 8 Minuten. Wieso kann das Auto denn da jetzt nicht fahren? Weil ich angeblich sein Spline blockiere. Das tue ich aber nicht. Muss ich leider auch die Kollision mal kurz ausmachen. Da ging ja gar nichts mehr. Ich war nicht zwischen zwei Autos, sondern zwischen einem Auto und einer Laterne eingeklemmt mit dem Bus. Okay. Cool. Es wird noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege. Ja, wundert euch nicht, dass jetzt hier gerade auf einmal kein Schnee mehr ist, aber es geht gerade nicht anders. Das klingt wie eine Experimental-Umsi, was du da tust. Ja, ich musste mal kurz die Wettersituation ändern. Du kannst jetzt hier aussteigen. So, jetzt kann ich das Schnee auch wieder einstellen. 9 Minuten gleich übrigens. Ich jetzt durch die Aktion 13.
Freut dich, dass du noch weniger Verspätung hast als ich, ne? Dezent. Also wir sollten hier eigentlich sein um 41. Haben wir jetzt nicht ganz geschafft. Ja, der Versuch zählt. Guck mal, wir sind in Hechem. Jawohl. Jetzt muss ich echt die Scheinwerfer ausmachen, damit ich den KI-Wagen hier vorbeiwinken kann. Auch eine Funktion, die man mal vernünftig machen sollte. Jetzt wird's gleich lustig. Anfahren an der Quaderbeckstraße. Ja, wer hältst du da auch an? Muss einer raus. Dann ist ja ein Serviceunternehmen. Das war kein Unfall, habt ihr gesehen? Boah. Boah, Alter. Das ist doch... Das ist nicht mehr lustig. Ich weiß nicht, ob du pünktlich in deine nächste Aufnahme reinkommst. Ja, ich habe ja keine Zeitbegrenzung. Es ist ja nicht so, dass um 18 Uhr plötzlich das Onnard angeht und sagt, ja, hier, mach. Es wäre zwar auch lustig. Aber nur begrenzt. Lustig. In der Tat. Ich bin jetzt am Froschweg und ich überlege gerade hart, wie ich das mache mit Essenberg. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Bin jetzt gleich in Hechem Bahnhof. Ich freue mich schon auf den Feldweg. Ja, aber erstmal geht's ja jetzt nach Hechem Bahnhof einen schönen Berg runter. Das ist bestimmt auch lustig. Ja, bremst halt ein bisschen. Da habe ich nämlich letztes Mal schon vor Hechem Bahnhof einen kleinen Berg runter. Bei Schnee habe ich da nämlich letztes Mal berghoch versagt. Ja, nicht du, der Bus. Ja. Hä? Und schon? Und schon? Nee. Da müssen wir einmal kurz einen halben Meter zurücksetzen. Finde ich bei dem Wetter jetzt aber nicht verwerflich. Guck mal, hier fährt schon mal provisorisch gar kein Zug. Also an den Gleisen steht zumindest keine Ansage. Anzeige. Ja, Zugverkehr in Städtedreieck ist sowieso recht wenig. Hallo! Normalen Fahrstand. Ja, bitte sehr. Ich wollte aber was trinken. Jetzt kommt doch nicht alle hier rein. Ich mache jetzt hier erstmal 10 Minuten Pause. Warum steht ein Auto hinter mir? Ja. So, das war mal kurz nötig. Kollision. Und weiter geht's. Kollision sogar noch aus, ja, dann. Tut mir leid, random Auto. Ja, jetzt ist ja nicht mehr schlimm, jetzt machst du es ja nicht mehr kaputt. Ja, ich bin schon wieder bei einer Kreuzung hinausgerutscht. Was passiert, zwangsläufig. Boah, aber das rutscht auch echt wie sonst was. Mal ein bisschen die Heizung unterdrehen, hier wird es langsam warm drin. Zu warm. Ich mach die Kollision an, während das Auto noch in mir drin steht, ja. Das könnte zu lustigen physikalischen Verkettungen führen. So. Oh, guck mal, ich habe sogar die richtige Route rausgenommen. Es wird sogar Hechem-Bahnübergang angesagt. Ich lasse die Leute jetzt mal hier raus, statt vor der Kreuzung. Ist ja egal. So, es werden noch Wetten angenommen. Es geht jetzt hoch zum Echenberg. Echenberg, ja. Essenberg. Ist ja auch egal. Solange es nicht plötzlich der Hessenberg ist. Warte mal, wie war das denn hier nochmal? Muss ich hier rum oder muss ich da rum? Essenberg. Ich weiß doch so alles nicht. Nee, ich muss da tatsächlich abbiegen. Das ist scheiße. Na gut, die Kollision ist ja eh aus. Entschuldigung, lieber Mitfahrender. Tatsächlich habe ich es mir schlimmer vorgestellt, hier hochzufahren.
als es dann tatsächlich ist. Also es gab schon, an der Steigung war schlimmer. Die Steigung an der Steigung. Hallo. Und nein, der Berg runter geht aber am Bahnübergang. Einen normalen Fahrschein bitte. Danke. Ja, okay. Das ist doch gut. Erinnert aber nichts daran, dass ich mit Warnblinklicht halte. Oh. Wo hältst du mit Warnblinklicht? Am Bahnübergang. Ach so, ja. Aber du hast die Baustellen, die Ersatzhaltestellen gesehen unterwegs und die Baustellen. Ja, hab ich. Ich fahre ja gerade auch quasi Umleitung, nur halt werde ich sie nicht verfolgen. Ja, die geht jetzt einfach dann, wo du links abbiegst, zum Feldweg geradeaus und einfach im Prinzip den Gegenweg zum Siebertplatz, da ist so ungefähr den gleichen Weg wieder zurück. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin jetzt bei 15 Minuten Verspätung. Ach, jetzt kommt ja schon der Feldweg. Ich will nicht. Ich will auch. Das tut man nicht alles für ein Weihnachtsspecial, wa? Weil ich sagen muss, der Feldweg bei Schnee ist jetzt gar nicht so schlimm. Ja, man sieht ihn wenigstens. Du musst nur aufpassen, dass du an den Stellen, wo es... Schlimme ist, nicht schlimm werden lässt. Ja, vor allem, wo es dann so steile Bergaufpassagen gibt, nicht vorher zu stark abbremst, aber auch nicht... Ja, du hast Kollision aus, dann kannst du auch... Dann setzt der Bus nicht so schnell auf, ne? Ja, aber ich versuche ja trotzdem jetzt hier noch halbwegs geordnet zu Ende zu fahren. Aber dafür, dass die Kollision aus ist, konnte ich halt in dem Moment wirklich nicht. So, der BBS macht da noch einen Strich durch die Rechnung. Man kann auch sagen, ich hätte auch ohne BBS fahren können. Das stimmt. Oh, hier ist geräumt auf dem Feldweg. Ein Stück ja, aber nur ein Stück. Diese Kurve. Für den Unfall kann ich jetzt nicht. So, Omsi meint gerade... Okay, jetzt ist die Elektrik aus, jetzt muss ich sowieso Fahrplan abbrechen. Okay. Ich möchte kurz sagen, dass ich da jetzt gerade von einem Auto angeschubst wurde wahrscheinlich. Das muss man auch erstmal schaffen, mit dem Auto einen ganzen Bus anzuschubsen. Ja... Wie spät ist es denn jetzt gerade? Jetzt ist 16.02 Uhr. Das heißt, jetzt reparieren wir erstmal den Bus. Bergische Straße. Dann machen wir es mal so. 16.02 Uhr habe ich gesagt, ne? Mhm. Stellen die Uhr wieder auf 16.02 Uhr. Ich fahre einen Gelenkbus. Da geht das ja. So, ich fahre übrigens absichtlich hier rum, weil... ja, die Steigung am Kollegienweg nicht sinnvoll ist, bei Schnee zu fahren. Ja, das stimmt. Lieber Autofahrer, kannst du bitte fahren, sonst wird das hier nichts. Da ist Platz! Das passt! Danke. Der Blinker ist trotzdem wieder kaputt. Ja, immerhin 2 Meter konnte ich ohne kaputten Blinker fahren. Da will wirklich einer in Burghagen rein. Das hatte ich auch noch nie. Ne, die andere Richtung hatte ich da schon häufiger mal. 2 sogar. Okay, der Bus ist... Naja, wir fahren. Kurzstrecke sogar. So, ich mache jetzt hier mal kurz Pause. Ich wollte das mich mal kurz erklären, weil jetzt hier Kollegienweg habe ich ja auch extra so gelegt, dass man hier bei Schnee und Eisglätte nicht lang fahren muss, sondern bequem hier entlang fahren darf und hier hält. Habe ich da sogar hingeschrieben.
und dann hier anhält. Naja. Weil eben die Steigung hier nochmal eine Nummer schlimmer ist am Kollegienweg. Schon ohne Schnee. Laterne, Laterne, was? So, ich habe 18 Minuten Verspätung und du so? Jetzt nur noch 7. Seien Sie doch mal pünktlich. Wieso? Ja, weil scheinbar in Burghagen auf dem Feldweg habe ich jetzt ein bisschen aufgeholt. Aber es wird wieder konstant mehr, also von daher. Bin jetzt wieder bei 7. Ich möchte kurz sagen, dass in 12 Minuten der nächste Kurs kommt, weil das ja ein Halbstundentakt ist. Ja, wenn der nicht auch verspätet ist. Ja. Ja, aber die Erhöhungen sind mit dem Bus tatsächlich kein Problem. Okay. So, ich habe jetzt erfahren, dass ich jetzt dann doch tatsächlich kurz weg muss. Das stimmt. Heißt. Muss ich jetzt tatsächlich noch labern? Du musstest jetzt dann den Rest alleine fahren und ich fahre einfach weiter vom Merkenweg ab, wenn ich wieder da bin. Ja, aber du. Du da noch Zeit, das ist ja egal. Ja, dann sage ich schon mal für die Zuschauer von Tobi Tschüss. Oder du lässt du laufen. Nee, ich werde nicht laufen lassen, weil alles ich jetzt klar. Ein bisschen länger weg bin und das dann hinterher einfach zusammenschneide. Und du bist ja. Du willst ja gleich noch alleine aufnehmen. Richtig. Ja, gut. Das ist absolut korrekt. Bis denn. Ja, bis da. Genau. Tschüss. Matthias Zuschauer. So. Meine Zuschauer, bis gleich. Ich schneide das hier zusammen. Nachdem alle ausgestiegen. Ja, hallo und wir sind zurück. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Diesmal ohne Matthias. Und dafür mit Fahrschein verkaufen. Danke. Ja, läuft bei Umsee. Ich war nicht darauf gefasst, dass ich so schnell wieder da bin. Aber ich habe gesehen, Matthias ist mit seiner Aufnahme jetzt schon durch. Und von daher fahren wir jetzt den Rest ohne Matthias weiter. Na, was heißt den Rest? Das ist noch gut. Ja. Vielleicht ist dann noch dreiviertel Stunde. Wir sollten ja eigentlich viertel vor hier sein, wo wir jetzt vier nach sind. Das heißt, ja, reine Fahrzeit sind noch 40 Minuten noch. Mal gucken, was das gibt. Kann ich auch weiter Monologe führen ohne das Matthias. Ja, ohne dass Matthias mir nicht zuhört. Ich habe immer das Gefühl, wenn man mit dem redet und der nicht antwortet, der hört mir gar nicht zu. Aber meist ist das gar nicht so. Jetzt ist hier auch noch die Ampel rot geworden. Läuft. Dann dauert es natürlich noch mal länger, weil wir haben jetzt hier die Baustelle und deswegen hier eine Ampel. Ich kann noch mal gleich zumindest kurz sagen, nachdem ich einen Schluck getrunken habe, wie die Linien denn jetzt verkehren, die noch fahren. Also die zwischen 15 und 20 Uhr fahren. Und vielleicht welche ich davon noch zeige. Ja, erst ist die 25, die fährt halt zusätzlich noch vom Nordbahnhof aus, also Versorgungsamt Nordbahnhof, wie gehabt, die fährt noch weiter bis Griesbach Bahnhof. Damit ist die 33 dann ja eingestellt und das ist 30 Minuten Takt. Dann eben die 27. Auch im 30-Minuten-Takt bis Oesdorf und bis
zur Oststadtgalerie, wo wir jetzt hinfahren. So, dann haben wir die 34, die tatsächlich auf ihrem regulären Linienweg im 60-Minuten-Takt fährt. Dann die 41, die ich wahrscheinlich noch zeigen werde. Die fährt Sisselsforst-Spreendorf Bahnhof und dann weiter bis zur Kreuzinger Brücke parallel zu 62, die ja nicht fährt. Ja, dann fahren die R49, R52 gekoppelt. Also im 60-Minuten-Takt die R40. R49, R52 gekoppelt. Da gibt es einen Umlauf und deswegen ist es ein, ich glaube, es ist 90-Minuten-Takt geworden. Oder 70. Kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall weniger als alle 60 Minuten. Ja, dann die R56, die ja Matthias gefahren ist, aber zu einer anderen Zeit. Die fährt nämlich ab 15 Uhr dann nur noch bis Heche Bahnhof. Geplant war dort auch ein 60-Minuten-Takt, da das aber irgendwie nicht so gut passte. Das ist, glaube ich, ein 70-Minuten-Takt geworden. Oder 90, ich weiß es nicht. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja, machen wir. Hier ist mir noch ein Fehler aufgefallen. Das hängt hier noch von dem alten Haltestellenwürfel, der hier war, ne? Dann haben wir die 63. Die 64 fährt nicht, also während der Zeit halt nur in eine Richtung die Fahrt möglich. Dafür alle 30 Minuten, da braucht man genau einen Kurs. Dann haben wir noch zu guter Letzt die 66. Die fährt Kreuzinger Brücke hoch, dann Neues Rathaus. Und dann bis Ermersrichterstraße weiter, beziehungsweise bis Donnerhain. Das läuft dann so ab, dass wir ja einen 30-Minuten-Takt haben und bis 18 Uhr fährt jeder zweite Donnerhain, der andere zur Ermersrichterstraße. Nach 18 Uhr fahren alle zur Ermersrichterstraße. Grün, das muss ich nutzen. Ist nicht so häufig. Das ist halt so der Plan. Jetzt konkret mit Fahrtwegen. Ja, zeigen werde ich wahrscheinlich noch die 41 und dann mal gucken. Für den ersten und für den zweiten Feiertag. Mal gucken, wie ich das tue. Ja, und ergänzend zum Nacht. Das schaffe ich nicht mehr, da vernünftig zu bremsen. Man verzeihe es mir. Ergänzend zum Nachtbetrieb fahren dann, weil eben keine NE78er Östorf fährt. Da hätte ich nämlich dann mit der 79 die Kurse verschieben müssen. Und man hätte mehr als drei Kurse gebraucht. Fährt halt die 43. Sicher ging's nicht. Nee, tatsächlich nicht. Dankeschön. Die 43 bis 0 Uhr und auch noch in Kombination mit der 41, sodass eine Direktverbindung von Spreendorf nach Sisselsforst bzw. andersrum gegeben ist. Weil das hatte ich, glaube ich, schon erzählt, das letzte. Hallo. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt Hallo. Hier besser durchkomme.
will den nicht umfahren, keine Sorge. Ich habe so das Gefühl, dass die zumindest die KI im Moment auch ein bisschen besser, also ein bisschen angepasst wird, ein bisschen verhaltener ist. Also was die Geschwindigkeiten angeht, nicht was Kollisionen angeht. Zumindest fahren könnte der Bus doch jetzt mal, ne? Kannst du mir doch nicht sagen, dass der Bus tatsächlich... Ist es normal, dass ein Gelenkbus auf der dritten Achse angetrieben wird? Zurück zum Spiel. Ich wollte mal eben gucken, ob ich jetzt hier mal kurz mit dem Trick den Bus wieder freikriege. Damit vielleicht? Komisch, ne? Ist das normal, dass ein Gelenkbus auf der letzten Achse erst angetrieben wird? Das kann doch gar nicht. Da drückt er sich doch immer komplett überall hin. Müsste ich mal nachgucken. Tja, Grüner Weg ist eine der neuesten Haltestellen. Achtung. Also... Ich muss ehrlich zugeben, das ist übrigens ein Kollege, der Östorf dann durchfahren wird. Ich muss ehrlich zugeben, ich wäre nicht so entspannt weitergelaufen, wenn hinter mir ein Bus gekommen wäre, der da versucht hätte, eine Vollbremsung hinzulegen und durchgerutscht wäre. Ich muss aber auch sagen, dass das sehr originell ist, wie hier halt. Naja. Hallo. Hallo. Ich finde es auch sehr bedenklich, dass der Vorratsdruck einfach komplett weg ist, sobald ich eine Vollbremsung hinlege. Egal. Mach weg, ich will fahren, bevor der Typ in mich reinläuft. Hm, hat nicht geklappt. Das ist halt immer noch offen. Ich verstehe auch diesen Fehler noch nicht ganz, dass der Bus hier... komplett ausbricht. Okay. Bumm. Das geht gar nicht. Ich machen. Ja, ja. Unfallort. Ja, ich muss sagen, also dieses Facelift-Paket, was ich hier habe, da sind einige Busse echt für solche Witterungsbedingungen richtig ungeeignet und sehr komisch. Ich weiß nicht, ob die jetzt unsauber programmiert sind oder ob das so sein soll. Aber ich fahre auch ungern mit dem Standard-Citarus, weil die einfach unfassbar laut sind. Hallo. 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 Guten Tag.
kann ja mal ein Spiel machen. Ihr könnt ja mal, wer, falls das jetzt jemand sieht und sagt, jo, ich möchte dir mal einen Kommentar schreiben, kann er jetzt mal bei, was weiß ich, welche Minute das hier ist. Wir gucken wir mal. Das ist jetzt Minute, eine Stunde, fünf Minuten oder so. Kann der ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, was er glaubt, wie viel Verspätung es am Ende sein werden. Ohne, also, ja, ohne sich vielleicht zu spoilern und zu gucken. Aber nur, so, nur mal so repräsentativ. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie es ausgehen wird an der Stelle. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ich gebe auch einen Tipp ab. Ich tippe mal, dass wir bei so ungefähr 40 Minuten rauskommen. Ich schreibe das auch mal auf. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich weiß, dass ich nicht versuchen werde, das tatsächlich herauszubeschweren, dass es 40 Minuten werden. Das haben wir gerade gesehen, Matthias, der hat ja schon vorhin angekündigt. Er nimmt jetzt Dishonored auf. Spiel, was ich gar nicht kenne. Ist ja nicht schlimm. Also ich habe mir das jetzt aufgeschrieben hier, dass ich tippe 40 Minuten Verspätung. Also das kann man jetzt hier nicht sehen, aber die Pause sind so 6 Minuten. Hoppla. 6 Minuten Pause sind vorgesehen. Dann soll es zurückgehen von der Oststadtgalerie bis Östdorf. Das wird nicht klappen. Aber wer kann auch schon bei einem einmal im Jahr geltenden Sonderfahrplan erwarten, dass man da auch noch Schnee einrechnen muss. Also wie gesagt, es wird jetzt auch noch die beiden Weihnachtstage weitere Fahrten hier auf diesem Heiligabend-Fahrplan geben. Dann zwischen den Jahren gibt es auch noch so ein paar schon spezial um sie folgen. Ich weiß noch nicht genau was. Die einfach länger werden. Ich finde das sehr bedenklich, dass der Bus hinten ausbricht und schneller wird. Also ich finde das schon sehr bedenklich, die Programmierweise dieses Busses. Die Modellierung. Also die ist einfach zum Kotzen. Man könnte ja zumindest erwarten. Nein, ich möchte um sie nicht wirklich bin. Ich meine, zu grüße auch noch so. Also zumindest könnte man ja erwarten, dass ich hier jetzt wieder rauskommen kann aus der Situation. Wenn schon. Da auch nicht richtig. Das kann auch nicht, kann man ja nicht sagen, dass das so sein muss. Ich bremse übrigens gerade. Ich stehe voll auf der Bremse. 16.20 Uhr. Ich werde das hier machen. 16.20 Uhr. Also, für die weiteren Schneefolgen, die ja irgendwann jetzt über Winter häufiger kommen werden, merke ich mir, dass dieser Bus einfach vollkommene Grütze ist. Da nehme ich gleich alle Facelifts raus.
trotzdem Kollision eigentlich wieder anhaben. Seien Sie doch mal pünktlich. Hallo. Hallo. Schön. Hallo. Ja, also 23. Sie eigentlich auch nach den Fahrzeiten, die da am Plan stehen, oder nicht mehr? Danke. Hallo. Also ich richte mich meist nach den Fahrzeiten, die auf dem Plan stehen. Das ist leider bei diesen Wetterverhältnissen gerade nicht möglich. Ich muss mir jetzt einfach mal merken, für den Rest, dass es nicht sinnvoll ist, da die Beschleunigungsachse hier hinten liegt und nicht da, wo ich sie erwarten würde, in Kurven zu beschleunigen. Weil da bricht mir das Heck jedes Mal aus, so wie gerade auf der Kreuzung. Kreuzung Sprackel ist noch so mein Sorgenkind, weil ich noch nicht die geringste Ahnung habe, wie ich diese Kreuzung hier... umbaue, um eine Straßenbahn hier lang fahren zu lassen. Ich habe nicht mal einen Ansatz. Hätte auch, obwohl, das wäre auch gelogen. Also ich habe eine Idee, aber ob das so klappt. Schaffen wir das? Egal, wir stehen früh, besser als zu spät. Besser als nichts. Naja, Spoiler, nur weil ich mir vornehme, in Kurven nicht mehr zu beschleunigen, heißt das nicht, dass ich es nicht doch noch tue. Okay. Ja. Ich habe in der Panik die alte Stellbremse reingemacht. Ja, Schwimm- und Sportzentrum können wir leider gerade nicht anfahren. Wir versuchen es hier noch einmal. Also seid froh, dass hier ein Bus fährt bei dem Wetter und bei Weihnachten. In London ist das zum Beispiel so, dass der ÖPNV den beiden Weihnachtstagen gar nicht fährt. Wobei, also wirklich am Weihnachtsfeiertag, was bei uns der erste Weihnachtsfeiertag ist, fährt wirklich nichts. Am zweiten das Fahren eingeschränkt. Bahn. Und je nach nötigen Baustellen fahren zwischen den Jahren dann auch sehr eingeschränkt die Bahn, Busse. Ja,
Guten Tag. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Ich denk nicht mehr dran. Dankeschön. Ich mach's mir jetzt übrigens einfach. Tut mir echt leid. Wenn's in 5 Minuten wäre ab. Planmäßige Abfahrt wieder an der Oststadt. Tut mir leid für alle, die jetzt vielleicht Hoffnung hatten. Aber ich überspringe jetzt selbst im Halbtag. Ich mache da auch eine Durchfrage kurz. Sehr geehrte Fahrgäste, halt sie die Klappe. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen. Ne? Nasenbeul, wieder Michael Schumacher, ja? Fertig? So, sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund der aktuellen Witterungslage ist es uns leider nicht möglich, die Haltestelle Zentralpark zu bedienen. Bitte nutzen Sie alternativ die Linie 25 oder erreichen die Haltestelle Zentralpark fußläufig von der Eisenbahnstraße. Schon alle mit Stifterweg drin. Das ist halt Omsi. Ich mach's mir jetzt zumindest ein bisschen. Ganz klein wenig. Pünktlicher geht ja auch. Ich hätte gerne einmal Schüler. Nee, pünktlicher geht bei dieser Witterungslage tatsächlich gerade nicht. Tut mir auch leid. Ist hier eigentlich eine elektronische Anzeigetafel? Nee, nur in die eine Fahrtrichtung. Komisch. Was ich mir dabei nur gedacht habe. Aber war ich vielleicht doch gar nicht. Zu. Danke. Der Querverkehr, der grün hat, da bremsen wir doch glatt mal ein bisschen früher als vielleicht gewohnt. Wobei sicher ankommen jetzt inzwischen auch nur noch so Formsache ist. Bei dem, was auf dieser Tour bisher schon alles passiert ist. Wäre das echt eine Tour, so, auch von der Länge, ich könnte das schön in so viele. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Ja, ja. Von der Länge her könnte ich das schön eine ganze Woche um sie mitfüllen. Ist ja Heiligabend. Da macht man auch mal ein Special von einer Woche. So, es zählt. Ist ja jetzt grün. Ist ja okay. Außerhalb des Busbahnhofs, den es im Moment ja gar nicht gibt. Der ist im Moment nur eine zugeschneite Fläche.
Nichts. Wenn der nachfolgende Kurs pünktlich ist, dann ist der jetzt so 6,5 Minuten hinter uns. Weil es glaube ich nicht, dass der pünktlich ist. Obwohl, das ist die KI, aber in echt würde ich da nicht daran glauben, dass der pünktlich ist. Ich sage ja immer, ich mag Schnee. Auch die damit verbundenen Fahrtausfälle nur dann, wenn ich nicht darauf angewiesen bin. Logischerweise. Tatsächlich in 6 Minuten. Ich habe jetzt aufgrund dessen hier die 27 und die 25 nicht aufeinander abgestimmt. Ja. Sollte klar sein. Wird das heute nochmal fertig? Alter, wir wollen jetzt alle eine Fahrkarte. Ich dachte schon. Ja. Ich wollte hier mal gucken, ob das hier 25 Griesbach Bahnhof 27 Österfahne. In die Richtung stimmt das sogar mit den Anzeigen. Aber auch nur auf dem Stück. Hier wollte ich mal gucken. Hier ist nämlich eine 66 nicht bis hoch dann zwischen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Weil eigentlich sollten die nämlich. Ich weiß warum doch. Weil die einfach. Das ist die, die bis zur Ermersrichter Straße fährt. Einmal kurz für Matthias anzeigen lassen, wie viele Frames pro Sekunde ich hier im Bahnhofsbereich habe. Das waren 40 gerade. Der sich beschwert hat. Wenn ich jetzt hier Gas geben würde, oder während der Kurvenfahrt schon Gas gegeben hätte, dann wäre es wieder ausgebrochen alles. Denke ich mal. Ach ja, und ich werde jetzt diesen Kreisverkehr hier etwas ignorieren.
ist mir egal. Bei dem sind wir weg. Hallo. Wir sind aber ganz schön spät gekommen. Einmal meinen Fahrschein bitte. Hallo. Die 25 nach Griesbach. Ich hab das so gesagt, als ob das normal wäre. Ich werde aber die nächsten Tage, wenn ich da mal abends nicht aufnehme, sondern irgendwie beim Fernsehen oder so, mal gucken, dass ich anfange, die Fahrpläne für den Fahrplanwechsel zusammenzustellen. Ne, Fahrpläne sind gar nicht das Schwierige. Das Schwierige sind die ganzen Umlaufpläne. Und die Fahrzeiten. Sie sind ja viel zu spät gekommen. Stimmt gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin 5 Minuten zu früh. So, man denke ich, sollte um 16.10 Uhr hier sein. Ich schmeck den Wecker schon sehen. 25. Durch Mecklenburg, durch da noch ein bisschen, bis wir da sind. Das habe ich mir nämlich gedacht. Nur weil die hier blinken, heißt das nicht, dass die hier abbiegen. Den nehme ich mit. Oh, nein, doch nicht. Wow. Wow. Die blinken nämlich da manchmal und dann biegen sie erst eine Kreuzung später ab.
die alten Zeiten der V1, wo dann auch Wendeplatz Endstelle war. Immer. V2 ist es ja nur noch zu gewissen Zeiten, in der V3 nur noch ganz wenig. Weil das halt für Gelenkbusse nicht das Optimalste ist. Weil es das Optimalste nicht gibt. Aber es ist auch nicht das Optimale. Was hier wohl standardmäßig passiert, dass wenn du mit dem Bus hier so in dieser Kurve stehst, dass der ein bisschen, also ein Gelenkbus, dass der ein bisschen rutscht. Um das zu verhindern, hat man gesagt, okay, es wird keine offizielle Endhaltestelle mehr für Gelenkkurse werden. Was ich durchaus gut nachvollziehen kann. Okay, ich glaube, jetzt sind die Scheinwerfer vorne kaputt. Dann machen wir die mit Scheinwerfer an. Los mit Fernlicht. Ah, fahren wir mit Nebelscheinwerfer. Auch egal. Da habe ich wieder in der Kurve nicht aufgepasst. Nebelschlussleuchte ist ein bisschen hart, aber Nebelscheinwerfer ist durchaus verständlich. Ja, entweder du kommst hier rüber oder du hast Pech gehabt. Huhu, hier bin ich. Pech gehabt. Ja, eine Haltestelle, die aktuell Dauer verlegt auf. Naja, da ist, wo der Bus, der grüne Bulli steht. Auch für die Bordsteinanpassung, logischerweise. Ja. Um unerlaubterweise vom Unfallort entfernt, klar. Ich weiß, dass ich links muss. Ich wollte es nur nicht drauf ankommen lassen, die Kurve so eng zu nehmen.
Okay, dann rollen wir halt uns um die Kurve. Hat gepasst. Hallo. Hallo. Okay. Ich weiß nicht, ob das der Versuch von dem Bus ist, wieder Vorratsdruck aufzubauen. Fände ich sehr, sehr armselig. Eine Durchsage machen. Sehr geehrte Fahrgäste, während des Feiertagsfahrplans fährt dieser Bus weiter bis zur Haltestelle Oststadtgalerie mit den Zwischenhaltestellen Versorgungsamt am Gaswerk und Bucher Weg. Von der Haltestelle Versorgungsamt haben Sie Anschluss zur Linie 63. Da ist der 34, seht ihr das? Nach Griesbach. So, dann mal auf gut Glück geht's weiter zum Versorgungsamt. Jetzt auch wieder so weit, dass man das IBIS nicht beachten sollte, denn das spult jetzt einfach wieder die Ansagen vom Sitzungsforst-Busbahnhof ab. Immerhin nicht den Rückweg, dann hätte er jetzt umgeschildert und die Leute wären halt ausgestiegen. Ach ja, und durch den Omsee-Neustart haben wir wieder 27, nicht WE27, aber ist auch egal. Das ist nicht so wichtig. Für Thumbnail was. Interessant. Nice to have. So steigen wir auch alle aus. Ohne dass ich umschildern muss. Ist auch was.
Ist doch auch was Feines. Da muss man sich nicht mal die Mühe machen, um zu schildern. Ich finde es gut, dass die OMSI-KI hier so fährt, als würde kein Schnee liegen. An einigen Stellen. An einigen Stellen hatte ich zwischendurch das Gefühl, die fährt anders. Tut sie aber nicht. Das spiegelt wenigstens die Realität wieder. Wo auch jeder Depp so fährt, als würde er bei Schnee der beste Fahrer sein. Nächste Haltestelle ist Versorgungsamt, habe ich aber glaube ich schon gesagt, oder? Bitte beachten Sie, dass ein Umstieg zur Linie 25 hier zwar möglich ist, Sie aber die Hauptstraße dafür queren müssen, da wir nicht an der Standardhaltestelle halten, sondern an einer Ersatzhaltestelle, um Fahrzeit zu sparen. Werde ich. Ist alles. Doch, es war schon der richtige Blinker drin. Ich glaube, ich habe jetzt hier ein bisschen länger gebraucht als... Ach, kann ich da gar nicht nachgucken, als die gewünschte Fahrzeit. 2-3 Minuten. Ach ja, und bitte seht mir nach, dass die nächsten beiden Folgen zwar hier special sind, aber nicht bei Schnee. Danke. Ich habe extra hier Ersatzhaltestelle eingerichtet. Störung, Türanlage, okay. Kriegen wir hin. Meine Güte, checkt einfach, dass ihr hinten einsteigen könnt. Eine Reparatur kostet eine Viertelstunde. Nee, das machen wir nicht. Dann kann ich die Tür leider nicht öffnen. Können Sie bitte hinten einsteigen? Hinten bitte. Wahrscheinlich. Ersatzhaltestelle. Ja, dann ist das eben jetzt so.
Öffnung der Tür nicht funktioniert, finde ich schon ein bisschen traurig. Ja, Oesdorfer Platz. Nein, die nächste Haltestelle ist Bucherweg. Ich glaube, ich habe noch Fahrgäste drin. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so ist. Ja, ist ja okay. Ja, ich habe tatsächlich noch welche drin. Ich meine, hat gerade einer gesagt. Also die nächste Haltestelle ist am Gasweg. Ich habe gerade Bucherweg gesagt, das war natürlich falsch. Passt. Hätte ich nicht gedacht, dass es passt. Es passt aber. Noch unbeschneite Flecken. Ja, geht leider nicht. Boah, das war laut. Entschuldigung. Die nächste 63 kommt bestimmt. Klar. Nächste Haltestelle ist Bucherweg. Wenn man genau hinhört und ich die Bremse antippe, so wie jetzt, leuchtet nicht nur das Retarder hier, sondern man hört es auch klacken. Bist du mit? Ach nee, ich kann dich ja nicht mit dem. Ich weiß ja nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber bei Schnee kann man ruhig auch mal auf seine Vorfahrt verzichten. Ohne gleich seine Image zu kriegen als Fahrer, der Kollision ausheißt, also scheinbar auch für den. Ich gucke nochmal auf die Uhr, 16.56 Uhr jetzt. Nicht. So, wir sind übrigens inzwischen so spät, dass der nächste Kurs hier schon steht und gerade Pause macht. Die Abfahrt nach Oesdorf ist nämlich in 3 Minuten. Sofort ist übrigens unser Kurs jetzt hier, ne? Ich weiß nicht, warum der jetzt weitergerollt ist. Ich hatte da extra
Ich fahre nach, ich kenne Abkürzung. Ich kenne einen Geheimweg. Bisschen versteckt. Geht hier so zwischen den Häusern durch. Endhaltestelle. Für Ihren Anschluss nach Hochtann steigen Sie hier bitte in die Linie 63 um und dann an der Haltestelle Annemstraße Ring in die Linie 66. Ich wusste hier übrigens nicht, wann die 63 hier immer vorbeifährt und ob die vielleicht mitten in die Pause reinfällt. Was ist denn hier los? Achso, da steht ein Idiot auf der Straße. Deswegen habe ich die 27 auf den Pausenplatz geschickt. Das hat sehr gut funktioniert, außer dass die halt noch Leute drin hat. Was sehr lustig ist. Ich stehe am Pausenplatz und hat Leute drin. Wir sollten jetzt eigentlich direkt wieder losfahren. Denn in einer Minute der nächste. Ich mache mal den Fahrplanabbruch. Dann ist der nämlich da aus der Liste raus. Ja, Licht geht ja wieder. Ich habe ja den Bus nochmal wieder repariert. So, wir hatten jetzt am Ende eine Verspätung von nicht ganz 40 Minuten. Es waren eher so 34, ne? Sollte der Kollege hier losfahren? Das tut er auch. Ich habe die Schrift noch drin. Also um 17 Uhr ist die Abfahrt. Wir nämlich hier auf den Platz fahren. So, jetzt hat der Östorf Bahnhof geschildert. Denn der fährt jetzt die ganze Tour durch. Der wird gleich feststellen, dass er nicht weit kommt. Ich stelle mich mal so hin, dass ich hier nicht störe, obwohl ich einen Gelenkbus habe. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes, ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest. Beziehungsweise, warum fährst du noch eine Runde? Hä? Ja. Guck, was der jetzt macht. ein besinnliches Weihnachtsfest, oder falls ihr keine Weihnachten feiert, zumindest schöne freie Tage. Ich hoffe, die habt ihr wenigstens. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns trotzdem. Yeah.
dann sehen wir uns trotzdem morgen. Ja, wieder. In einer neuen Folge. OMSI 2 Special. Bis dahin.